Kleiner zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Hier ist euer Blacky am Start und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, dass wir da lang kommen, ohne gesehen zu werden. Was labert der? Oh, das war knapp. Nein, läuft noch einer. Und habe ich dich. Ich glaube, den rennen wir einfach um. Noch eine Truhe. Drei von vier. Schau jetzt ja nicht rüber, mein Freund. Ich warne dich. Lalelu. Na komm, geh weg. Tja, die haben wir auch erwürgt. Oh, er sieht jemanden. Na komm. Mitdenken können sie auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Über die Äste, wie die Äffchen. Auch wenn wir keiner sind. Oh shit. Das könnte jetzt übel ausgehen. Ja, genau. Schön. Pump, hat's gemacht. Das Adlerauge verwenden, um das Ziel zu finden. Okay. Da oben ist James Kidd. Hey James! Jesus, Kid! Da hast du mich was reingeführt. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Interessant. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. Mentor? Mentor? James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Was soll das denn jetzt bedeuten? Kein Wort. Komm mit. Kein Wort, komm mit. Ah ja. Was für eine Ansage von unserem James Kidd.
Ja gut, eine Schatzkiste haben wir nicht gefunden. Halb so wild. Wir machen weiter. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Wir folgen ihm erstmal. Atabai, ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Yeah, tot. Weil sie uns geschubst hat. Blöde Kuh. Blöder Arsch. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Ich bin fast schneller als James Kid. Wir Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Das war knapp. So, jetzt sollen wir uns einen Weg suchen, oder sehe ich das falsch? Das ist eine Tür, denke ich. Also solche Steine gab es früher bestimmt nicht. Das sieht aus wie Bauarbeitersteine. So, kennt ihr diese wo dieses Gras immer durchwächst? Versuch sie zu bewegen. Ja, natürlich. Hoppla. Das sind doch keine Schiffswanden. Ich hab schon gemerkt, Mensch. So, Sesam, öffne dich. Nur. Also, was ihr ist, die Templer gejagt haben, ne? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Was will ich denn hier oben? Ist das doof? Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Ich bin doch direkt hinter dir. Hey. Spring! Lob. Die Luft geht mir aus. Hallo. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Wo will denn der hin, ey? Aber sehr geil gemacht, muss ich mal sagen. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung, das Spiel. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich bin schneller als du. Haha. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Tja, ich bin schneller als sie und ich kenne den Weg nicht mal. Ja, wie geil ist das denn? Bevor sie mich schubst. Ja komm, lauf. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf
dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Kann man die irgendwie schieben? Nee, kann man nicht. Nicht da immer raufklettern. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ah, die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir den da draufhauen. Das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Aha. Gib mir mal zur Hand, Kenway. Müssen wir da jetzt irgendwas machen? Warte mal, es war rotfrei. Ich hab da schon eine Idee. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. So, Dalle. Wir müssen die Farben austauschen. Das ist wohl ganz simpel, oder? So, Dalle. Die Farbe tauschen wir mal aus. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Genau. Ih, was für eine Fratze. So, das erste Rätsel. Sozusagen. Schön und gut, aber wie geht's weiter? Gib mir mal zur Hand, Kenway. Aber ist ja eigentlich simpel, oder? Würde ich mal sagen. Rüber, nüber, 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 nüber. Einen Moment. Den müssen wir erstmal lösen. Also hochheben, ne? Und so. So, Dalle. Der muss auf blau. So, dann lassen wir den jetzt wieder ab. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber... Naja, was tut man nicht alles, um weiterzukommen? Ein goldenes Gesicht. Oder gelb. Er könnte ja auch hochklettern, oder? Um das zu machen. Also auch wenn der was von Beute und so weiter gesagt hat, ich mache das einfach nach Farbe und gut ist. So, Sesam, öffne dich! Noch ein Gesicht. Mein Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Wir füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. So, so. Wir sind fertig hier. Mission beendet. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. Meine schöne Erfahrung. Fortsetzen. Was zum Teufel war überrannt das denn? Überrannt und überwältigt. Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von neuem. Flüstern wir deshalb?
Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Meine Crew. Das werdet ihr bereuen. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Ein Blasrohr. Nicht das, was ihr denkt. Aber ein Blasrohr. Blasrohr ist eine effektive lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwarenläden kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Okay. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Ja, der gibt meine Hunde schlafen. Wir müssen auf jeden Fall unsere Crew retten. Mein Gott, was springt denn der für einen Scheiß zusammen? Da komme ich schon mal nicht durch. Umschauen. Haben wir irgendwelche speziellen Ziele? Wachen mit Schlaffeilen betäuben 0 von 8, mit Berserkerpfeilen auf Wachen schießen 0 von 2. Ich dachte, die graben danach. Komm, geh auf ihn los. Uns nicht das Wasser reichen. Hey, stop! Hey, come back! Are you furious? God, the bastard's got it. Come back here and face us like a man! Hey, come back! Are you furious? God, the bastard's got it. Na komm, du Sack! Mach dich gleich kalt, dann weißt du, was Sache ist. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Hab Dank, aber keine Vergebung. Immer nur Kugeln, was soll denn der Müll?
Autsch, hat sogar weh. Ich bin so ein Noob. Fuck it! Oh ne, nochmal von neu oder was? Wollt ihr mich verarschen? Von mir aus. Ja, falls ihr das gerade gehört habt, das war gerade im Hintergrund mein Handy. Genau, schlachtet euch selbst ab. Hab Dank, aber keine Vergebung. Auf, Mann! Du kannst uns nicht das Wasser reichen. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler Laurenz Prinz persönlich. Sehe ich hier einen Aussichtsturm? Dann nehme ich den definitiv mit. Synchronisieren! Läuft über die Trühe, statt dass er aufmacht. Oh Mann. Mama, ist das Spiel schon ein bisschen dumm gepolt, muss ich schon sagen. Da hängt das Fragment. Und dann holen wir es uns mal. Ach.
Haben wir schon 8? Jawohl. Ich finde die Blasrohr-Aktion echt cool, weil der geht dann voll ab hier, der. Und der vielleicht auch. Ne, außer Reichweite. Danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Hol sie die Pest, diese Sklaventreiber. Ja, das ist eine gute Kombi, wenn sie ausflippen. Gute Nacht. Ach so, hier ist der andere Weg. Wie dumm von mir, und wir sind schon bei 27 Minuten. Jetzt komm schon, wir müssen es doch noch zum nächsten Abschnitt schaffen, bevor die Folge vorbei ist. Mann, oh. Der wäre auch hinüber und die Crew ist wieder gerettet. Wenn ihr doch nur wüsstet, was euch bevorsteht, ihr würdet einpacken und wegrennen. Vielen Dank, Bruder. Danke sehr. Das wäre erledigt. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurens Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren. So, ihr Lieben, an dieser Stelle gibt es einen Cut. Tschaußen, euer Blacky, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, like, kommentiert. Oder lasst ein Däumchen da, ist ja das gleiche wie liken. Ja, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ihr dürft doch gerne Feedback in den Kommentaren lassen. Oder mal sagen, hey, zieh mal einen anderen Mantel an, zieh mal den an, ich will mal das sehen. Oder. So, langes Geschwätz, groß und hin und her. Ja, ich bin raus. Ciao.